Ein kleines Museum für die Jungsteinzeit, das Erdwerkmuseum Calden. Der Privatpilot Siegfried Einsmann entdeckte bei einem Landeanflug auf den alten Flughafen Calden dunkle Ringe im Feldbewuchs. Da sie ihm sonderbar vorkamen, fotografierte er diese. Bei der Entdeckung dieser Luftaufnahme stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine Doppelgrabenanlage handelt. Auch heutzutage lassen sich im Bewuchs zwischen Mai und Juli die Doppelgräben erkennen. Durch die tieferen Gräben hält sich die Feuchtigkeit länger und das Getreide kann besser wachsen, was sich durch unterschiedliche Höhen oder längeres Grün zeigt. Frau Klöcker, wann wurde das Erdwerk in Calden entdeckt und von wem wurde es entdeckt? Draußen stand Herr Einsmann. Ich bin rausgegangen und Herr Einsmann zeigte mir das Foto. Herr Einsmann war Hobbyflieger am Flughafen und hatte eine Luftaufnahme gemacht, die wunderbar deutlich war. Und es war klar, das ist ein ganz dickes Ding. Mir war das klar. Durch unterschiedliche Aufnahmen wurden Unterbrechungen in den Doppelgräben sichtbar. Meine Aufgabe bei der Entdeckung des Erdwerks oder bei der ersten Probegrabung, die gemacht werden musste, war Fläche abkehren. Die Gemeindebagger hatte freigelegt, die Fläche abgeschoben und da musste die Fläche planiert werden, sie musste sauber gemacht werden. Da war ich mit Schaufel und Besen unterwegs und die anderen Teilnehmer, drei andere Teilnehmer auch. Kennt man die Palisadengräben der Toreinbauten? Die Grabungsflächen waren mit nur einer 50 cm starken Humusschicht bedeckt. Nach dem ersten Abziehen der Humusschicht bis auf den anstehenden Muschelkalk zeigten sich die Palisaden und Doppelgräben. Auch im Galeriegrab konnten noch menschliche Überreste und Grabbeigaben gesichert werden, was das in ca. 1 Kilometer Entfernung und bereits 1948 erkundete und erforschte Galeriegrab Calden I ebenfalls belegt. Die Gräber und das Erdwerk lassen sich im Rahmen des Ekopfades Archäologie begehen. Die Galeriegräber sind in teilrekonstruierter Form sichtbar gemacht worden. Parallel zu der Ausgrabung des Erdwerks wurde das in den 60er Jahren beschädigte Galeriegrab Calden II erkundet. Nachdem man bei den Grabungsarbeiten in den Doppelgräben den Grund erreichte, zeigten sich die dort in der Jungsteinzeit abgelegten Gegenstände. Keramiken, Tierknochen, Geweihstücke und menschliche Überreste. Das Maße des Caldener Erdwerks wurden etwa 4 große Steine als Markierungspunkte nachgebildet, zeigen aber nur ungefähr die Größe eines 1,4 Hektar großen Areals mit seinen langen Doppelgräben. Kern von Calden befindet sich eine 1770 erbaute Schmiede, die bis vor den Ersten Weltkrieg betrieben wurde. Danach verfiel sie mehr und mehr. In den 80er Jahren wurde das Gebäude aufwendig saniert und diente anschließend als Hauptquartier bei den archäologischen Untersuchungen des Caldener Erdwerks. Anschließend nutzte Siegfried Einsmann das Gebäude als Antiquitätengeschäft bis zu seinem Tod. Danach konnte die Gemeinde Calden das Gebäude anmieten und dem Kultur- und Geschichtsverein Calden e.V. zur Verfügung stellen. Durch Spendengelder und sehr viel Eigenleistung konnten die Ausbauarbeiten zum Museum finanziert werden. In liebevoller Detailarbeit wurden herkömmliche Materialien und aktuelle Technik benutzt, um Antike und Moderne miteinander zu verbinden und gleichermaßen darzustellen. Zur Veranschaulichung des Erdwerks wurde ein Modell geschaffen, welches die Anlage im vermuteten Zustand der Jungsteinzeit darstellt.
Die 7 Unterbrechungen wurden mit Langhäusern bestückt, wobei sehr deutlich wird, dass die Langhäuser mit den Palisaden verbunden sind. Ebenso deutlich erkennt man den Doppelgraben. Wo sind die Fundstücke jetzt? Die sind damals in das Landesmuseum, Hessische Landesmuseum Kassel gekommen und das sind sie wohl auch heute noch. Hier ausgestellt sind unter anderem die Grabbeigaben als Gebissreste, Gefäße, Schneid- und Malwerkzeuge. Ja, für mich waren die interessantesten Funde menschliche Kalotten. Das ist die Schicht von hier bis hier am Schädel, die völlig unverletzt, aber eben abgelöst in diesen Gräben zu finden waren. Ein Teil der besagten Kalotten. Die Beschädigung an der sogenannten Sutura squamosa ist durch das Alter verursacht, nicht durch die eingesetzte körperliche Gewalt, wie es vermuten lässt. Da hoffe ich, was Hübsches rausgesucht. Kurz erklären würden, was ja, das für Funde Sie sind. Sie hatten ja gezielt gefragt nach Funden vom Erdwerks Sohlbereich. Da haben wir leider gar nicht mehr so furchtbar viel, weil ja in der Ausstellung im Landesmuseum sich schon einiges befindet. Aber mit ein bisschen Suchen habe ich doch noch ein paar schöne Stücke zusammengebracht. Ja, dann war einmal hier so eine Hacke, von der Geweihhacke von der Erdwerkssohle, mit der man auch diese Erdwerksgräben ausgehoben hat. An der vorderen Seite wurde gehackt, hinten hat man halt festgehalten. Für das Erdwerkmuseum in Calden konnten noch einige schöne Stücke aus der vor- und frühgeschichtlichen Sammlung der Museumslandschaft Hessen-Kassel als Dauerleihgabe verfügbar gemacht werden. Ansonsten befinden sich in zahllosen grauen Kartons im Sammelarchiv die restlichen Funde, meist nur Keramikscherben. Nach der Übergabe wurden die Funde in das Kaldener Erdwerkmuseum gebracht und dort in den bereitgestellten Vitrinen anschaulich platziert. Durch viel Liebe zum Detail wurde von Frau Klöker im Rahmen eines Workshops ein Langhausmodell im kleinen Maßstab erstellt, an dem Feuerstelle, Holzvorrat sowie der Doppelgraben und die Palisadenanlage deutlich dargestellt sind. Zusammen mit anderen Ausstellungsgegenständen konnte so das Museum für das Kaldener Erdwerk im Dachgeschoss der alten Schmiede fertiggestellt werden, um das Erdwerk der Öffentlichkeit näher zu bringen. Die Präsentation der originalen Fundstücke mit Beschreibungskärtchen bildet das Herzstück der Ausstellung. Eine weitere Besonderheit in Calden ist der 1952 gefundene Bronzehort mit seinen 10 Einzelstücken aus der Zeit 1800 bis 800 vor Christus, der ebenfalls als Replik einen Platz im Museum erhalten hat. Das im Museum ausgestellte Kaldener Erdwerk ist eine zwischen 3700 und 3600 vor Christus in der Jungsteinzeit, dem sogenannten Neolithikum, erbaute kreisförmige Doppelgrabenanlage mit 7 Unterbrechungen der Gräben. Die Gräben haben einen Abstand von ca. 10 Meter zueinander und bilden eine Grabenlänge von 2500 Metern bei einem Durchmesser von 450 Meter. Die Doppelgräben wurden bis zu 1,70 Meter in den Muschelkalk eingegraben und abschließend nach der Fundablegung wieder verfüllt. Auf der Innenseite der Doppelgräben wurden in etwa 5 Meter Abstand noch 2 Palisadengräben angelegt, die mit etwa 8.000 bis 10.000 Eichenstämmen eine Palisade bildeten. Ebenso waren die 7 Unterbrechungen als Tore
mit Palisaden oder Torhäusern bebaut. Für die Bebauung wurden etwa 20.000 Kubikmeter Kalk und Erdreich bewegt, was mehrere Arbeiter in Arbeitsgruppen und entsprechender Planung voraussetzte. Die Arbeit von mehreren Arbeitsgruppen ließ sich an der Ausfertigung der Doppelgräben belegen. Die Doppelgrabenanlage wie das Kaldener Erdwerk findet man vielerorts. Die Anlagen dienten der Viehbeweidung, dem Ritus und dem Totenkult. Ebenso erfüllten sie kalendarische Zwecke für die Aussaat und Ernte durch besondere Lichteinfälle zur Sommer- und Wintersonnenwende. Repräsentation und Identität können ebenso in die Betrachtung der Erdwerke mit einbezogen werden. Vergleichend hierzu kann man die Anlagen in Gosseck oder Pömmelte heranziehen, die an ihren Standorten in rekonstruierter Weise wieder aufgebaut wurden und so die direkte experimentelle Forschung ermöglichen. Auf verschiedenen Karten kann nachvollzogen werden, wo weitere Erdwerke entdeckt und untersucht wurden. Fahren Sie weiter, fahren Sie weiter.